das Ende einer Ära und ganz nebenbei veröffentlicht Niantic auch noch die schlimmste Spezialforschung oder befristete Forschung, die ich je gesehen habe, für einen Euro. Ach, es ist wirklich traurig. Keine Ahnung, welche Zeiten momentan in Pokémon Go angebrochen sind, aber eine traurige Nachricht jagt die nächste. Der Name des Silk Road ist bestimmt einigen ein Begriff, denn gefühlt die Hälfte meiner Einblendungen stammt von dort. Nein, ich übertreibe ein bisschen, aber die ganzen Feldforschungen, häufig irgendwelche Analysen, die finden Dinge heraus, Shiny Chancen, Glücks-Pokémon, alles was wir wissen, oder ein großer Teil davon, stammt aus dieser Community. Vor einem Jahr hat Niantic dann eine Partnerschaft mit denen begonnen. Die Webseite wurde werbefrei, Niantic hat ein bisschen finanziell unterstützt und nun ist wohl der Vertrag ausgelaufen. Niantic verlängert den nicht. Vermutlich sehen sie da irgendwie, ja, ist ja nur die Community, kein wichtiges Thema, das kann man auch schon mal vernachlässigen. Und aus dem Grund muss The Silk Road nun die Pforten schließen mit dem Titel Das Ende einer Ära. Die Website wird offline gehen. Dann, wer das vielleicht nicht wusste, auf diesem Portal konnte man auch PvP-Turniere veranstalten. Das wurde auch von tausenden Leuten verwendet, auch schon vor der Go-Kampfliga. Aber so eine Website, so ein Tool, das alles online zu erhalten, das kostet Geld und ja, das gibt Niantic nun nicht mehr. Irgendwie davor war es möglich, dann hat sie Niantic in die Fittiche übernommen und nun fallen gelassen. Echt schade. Üblicherweise wird jeder Beitrag auf Twitter, Facebook, überall geteilt, veröffentlicht. Hier ist ein ganz mini-winnie-Blogartikel erschienen, der nirgendwo geteilt wurde, nur auf Englisch verfügbar. Den findet ihr gar nicht auf der deutschsprachigen Website oder auf allen anderen Versionen. Und direkt im ersten Absatz, wie Monte sagen würde, schon wieder falsch. Sie bedanken sich bei der Community für die letzten 6 Jahre. Und ich muss so auf den Kalender schauen. Moment mal. 6 Jahre? Okay. Kompletter Text, Larifari. Oh ja, wir machen nun Community Ambassador Programm bei uns und so weiter. Aber die eine Sache, die ist falsch. Nein, es waren nicht 6 Jahre. Aber sind wir da mal nicht so streng. Ja, ein Trauerspiel. Es wird ja eigentlich nur für Campfire beworben. Oh yeah, Community Ambassador Programm und das machen wir nun auf Campfire und alles so genial und wow, die allerbesten und größten und Community Ambassador Programm und kann mal jemand, Moment, das muss ich mal highlighten. Wie kann man mit einem Beitrag, mit welchem man auf die Community spuckt, so oft das Wort Community verwenden? Also Wortwiederholungen sind da schon ein paar dabei. Ja, wieso lache ich? Es ist extrem traurig. Auch wenn ihr vielleicht nie auf The Silk Road selbst wart, glaubt mir, in euren Gruppen, so die Leute, die versuchen, ein bisschen alles voranzutreiben, Content Creator wie ich, das war und ist noch immer einfach eine geniale Community für den Austausch. Wenn Fehler passieren, dann findet man das dort zuerst raus. Wenn irgendwo eine Fangchance oder ein Shiny nicht aktiviert wurde, Niantic erfährt das nur durch The Silk Road. Tagelang irgendwelche Fehler, die im Dunklen schlummern. Sobald das bei The Silk Road gepostet wird, dann hat das mal auch jemand bei Niantic gesehen. Ich weiß, Pokémon Go ist kein Flughafen und man muss seine Abreise nicht ankündigen. So wie gestern zum Beispiel Toe Tactical und es gibt immer einzelne Leute, die hören auf und die sagen das dann auch, manche hören im Stillen auf. Aber das, da könnt ihr mir glauben, ist ein harter Schritt, Rückschritt. Eine positive Sache bleibt, das Forum auf Reddit wird man nicht löschen und dort kann man dann nach wie vor schreiben und sich austauschen. Aber dennoch, alleine PvP, kompetitiv, komplett weg, also da muss man gar nicht drüber diskutieren oder so. Und nach all den Fehlern, Missständen und Co. Nun das noch von Niantic, ja, keine Ahnung. Klar, sie sind nicht verpflichtet, den Vertrag zu verlängern, oder? Aber warum sind die dann den Vertrag überhaupt eingegangen, also Niantic? Was hätte man sich davon vorgestellt? The Silk Road ist und war genau so, wie sie immer sind. Da war nun keine Überraschung oder so, dass man nun sagt, ah, okay, ja, das Jahr war schön, wir lassen euch nun fallen. Tschüssili, ihr seid ja nur 800.000 Leute hier in der Community.
Und dann echt dieser respektlose Blogpost einfach so, keine Ahnung. Ich könnte wirklich, also ich war gestern, bin nur auf Reddit und Twitter gehangen und ich war irgendwie den Tränen nah. Ich weiß, es gibt, die Welt ist grausam, es gibt traurige Dinge, die täglich passieren, aber das ist so eine riesige Leidenschaft von mir. Ich hätte echt heulen können. Die Community gibt es schon länger als Pokémon Go, die wurde davor gegründet. Trainer-Tipps Nick war am Anfang auch richtig am Start und die hatten den Nest-Atlas, wo man Nester eintragen konnte. Das hat am Anfang alles so viel weitergeholfen. IV-Rechner, als man die noch nicht im Spiel gesehen hat, für die PvP-Turniere eben und alles andere drum und dran. Aber Niantic driftet gerade so richtig ab. Dann noch eine Sache, die momentan einfach perfekt dazu passt. Wir haben den Go Battle Day mit Sternenstaub, wo man nun die Forschungen kaufen muss, wenn man sie haben möchte. Befristete Forschung 1 Euro. Damals immer gratis dabei im Event mit einer Top-TM, einfache Aufgaben. Und diesmal, da muss man 100 Kämpfe bestreiten. Die vollen 100. Ihr gebt also Geld für die Forschung aus und müsst an einem Tag 100 Mal kämpfen, was nebenbei erwähnt, für manche Leute aufgrund der Wartezeiten nicht mal möglich ist. Also wirklich unmöglich, selbst wenn man 24 Stunden durchzockt, weil die warten eine Viertelstunde auf einen Kampf. Und nicht nur, dass es völlig absurd ist, dass man für ein Sternenstück 100 Mal kämpfen muss, obwohl man davor schon einen Euro ausgegeben hat, sondern auch noch die Tatsache, dass niemand bei Niantic da mitgedacht hat, hey, Moment mal, wenn da jemand irgendwie stecken bleibt und dann links oben klickt und aufgibt, und ein Kampf nur, weil der zählt dann nicht. Wenn man aufgibt, wird das nicht bei einer Feldforschung gut geschrieben. Dann kann man es nicht mehr fertig machen. Dann habt ihr nur 99. Bis zum Go Battle Day ist nun noch ein Tag. Wenn das nicht geändert wird, also ich weiß nicht, ich hoffe, die Content Creators sind schon zurück aus Seattle und da kann mal irgendjemand mit einem Kontakt Niantic schreiben, weil auf der Silph Road funktioniert es offenbar auch nicht mehr. Und ansonsten, ja, den Support kann man ja komplett in die Tonne kloppen. Ja. Ich weiß wirklich nicht mehr. So, ich dachte immer, okay, nun ist der Tiefpunkt erreicht. Tiefer geht nicht mehr. Ah, okay, bisschen tiefer schafft Niantic noch. Aber wow. So, die Woche war brutal. Wirklich brutal. Ich weiß nicht, ob ich es schon eingeblendet habe, aber ich will nur für den Vergleich hier mal, dass ihr sehen könnt, wie eine Gratis-Forschung beim Go Battle Day damals ausgesehen hat. Da musste man 10-mal kämpfen, paar Ladeattacken machen und paar Power-Ups. Und dann hat man eine Top-TM bekommen, Avatar-Outfit, 3 Sonderbonbons. Wo ist Niantic falsch abgebogen? Sehr, sehr schade, aber die Uhr tickt auf jeden Fall. Lange wird das so nicht mehr weitergehen, denn irgendwann wird das Geld ausgehen. Man kann nicht auf ewig vom Profit von Pokémon Go so wirtschaften mit neuen Games, die nichts einbringen. Dann Monster Hunter und hier, ich blicke gar nicht mehr durch, Marvel kommt noch und NBA ist am Start. Das hatte 4 Likes auf Twitter, glaube ich, während gerade irgendwelche krassen Spiele waren. So 4 Likes, wenn ich das in der Family-Gruppe von mir poste, hat das mehr Likes. Hä? Ich darf nicht lachen, es ist eigentlich ultra traurig, aber ja. Also irgendwann werden die Profite von Pokémon Go, da wird das Polster dahin schwinden und dann schauen wir mal, wie Niantic weiter verfahren wird. Das Ende einer Ära. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.